Sebastian hat's gesehen. Ich bin Tsuzuji. Als mein Sohn noch auf die Vorschule ging, war ich mit einigen Müttern befreundet, die auch ihre Kinder zur selben Vorschule gebracht hatten. Yusuriha und Akane. Unsere Männer waren auch befreundet. Am Wochenende haben wir uns alle zusammen oft getroffen. Einmal, als ich meinen Sohn abholen ging. Oh, tut mir leid, ich bin etwas spät. Oh, Akane ist auch noch nicht da? Tsuzuji. Ja, richtig, sie ist noch nicht da. Tokusa wird sonst noch alleine hier stehen. Lass uns mit ihm warten. Das wäre eine große Hilfe. Tsuzuji, Yusuriha, habt ihr nichts von Akane gehört? Ha? Was? Sie hat nicht gesagt, dass sie zu spät kommt? Ich frage mich, ob ihr etwas passiert ist. Oh, Akane! Akane! Ah! Du! Du falsche Schlange! Die ganze Zeit hast du über mich gelacht! Nein! Es tut weh! Stopp! Warte, was? Geh weg! Fahr doch zur Hölle! Ich bring dich um! Akane, bitte hör auf! Was sollen wir tun? Was macht ihr da? Akanes Mann. Akane hat einen Streit angefangen und wir wissen nicht warum. Alles klar, ich kläre das. Na endlich, wir sind gerettet. Stopp! Verletz Yusuriha nicht! Mein Held! Hä? Ich werde euch niemals vergeben. Ihr werdet meine Rache schon noch spüren. Was ist hier los? Und während ich nicht verstand, was passiert ist, Yusuriha und Akane haben uns gebeten, für die Nacht auf ihre Kinder aufzupassen. Ich bin zu Hause. Was ist passiert? Willkommen zurück, Schatz. Ich weiß nicht. Was? Zwischen dem ganzen Geschrei und dem Weinmädchen kam mir kein Auge zu. Bitte sei ein guter Junge und geh jetzt schlafen, okay? Der nächste Tag war ein Feiertag. Mein Mann ging zu Akane, um nach ihr zu sehen. Sie waren mitten in einem Streit? Wie kam es nur so weit? Im Wesentlichen, Yusuriha und Akanes Mann haben eine Affäre. Diese Heuchlerin! Akane hat es herausgefunden und ging auf Yusuriha los. Das ist wirklich traurig. Wir haben uns doch alle so gut verstanden. Ja, ich schätze, in Zukunft werden wir keine Zeit mehr zusammen verbringen. Die Kinder tun mir leid. Ich bin glücklich, hässlich zu sein. Ich auch! Nach dem Ganzen nahmen Yusuriha und Akane ihre Kinder aus der Vorschule und zogen um. Sie verschwanden, ohne ein Wort zu sagen. Also wussten wir nicht, wohin sie gingen. Unser Sohn war die ganze Zeit sehr traurig, da er zwei gute Freunde verloren hat. Er weinte jeden Tag. Als er zur Grundschule ging, machte er dann endlich neue Freunde. Aber im Inneren war er immer noch traurig darüber. Als mein Sohn dann in die Oberstufe ging, fragte er dann: Mal ganz nebenbei, war das von damals eigentlich eine Affäre? Und ich war überrascht. Du erinnerst dich daran? Als wir noch in die Schule gingen, machten wir einen Ausflug in die Berge. Dann habe ich mich dran erinnert. Bevor sich alle getrennt hatten, waren wir doch alle zusammen in den Bergen campen, richtig? Der Fluss war gefüllt mit Fischen und jeder von uns schaute auf den Fluss. Aus irgendeinem Grund habe ich mich umgedreht. Und dann habe ich sie gesehen. Sie standen hinten und küssten sich. Ich hatte das total vergessen, aber als ich wieder in den Bergen war, erinnerte ich mich wieder. Ich realisierte dann, dass es vielleicht eine Affäre war. Ach, so ist das. Ich hoffe, er erinnert sich nicht an all meine Fehler und Patzer. Kinder haben wohl ein gutes Gedächtnis. ご視聴いただきありがとうございました。幼稚園生にしてこの修羅場を目撃するとは、鬼のような顔のお母さんを見て、それはもうトラウマものだったでしょうね。大人の事情で友達同士が離れ離れになってしまう、それってとても悲しいことですよね。いつか大人になった時に再会できるといいですね。と思うエトラであった。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、不倫ダメ絶対と思った方、
チャンネル登録と高評価をお願いいたします。